Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von GamesTV 24 Daily. Und die fängt an mit Olafs absolutem Lieblingsspiel, Destiny. Hallo, wollte ich sagen. Hallo. Du darfst auch noch Hallo sagen. Ja, Destiny. Da voll dein Spiel, oder? Immer noch nicht. Nein. Es wurde einige Sachen geändert und deswegen bin ich vielleicht ein bisschen schärfer darauf, das mal dann zu spielen. Vielleicht ändern die Änderungen auch änderungsmäßig irgendwas, dass die Leute vielleicht, die bislang Destiny nicht gespielt haben oder reingeschaut haben und das nicht mochten, dann vielleicht doch mögen. Also grundsätzlich gefällt mir das ja, aber dieses Grinding. Es hat sehr, sehr viele Macken. Jedenfalls im September kommt ja die erste große Erweiterung, also das erste größere neue Ding, nicht nur ein DLC. Die König der Besessenen heißt es und gestern gab es den ersten Entwickler-Livestream. Der hat sich noch nicht so konkret um Inhalte gedreht, also das neue Gebiet war noch nicht drin, sondern es ging so um grundsätzliche Systemänderungen und die, muss man fast sagen, klingen erschreckend sinnvoll. Was sie zum Beispiel machen, ist dieses Licht-Level-System nicht komplett rauswerfen, aber deutlich umkrempeln. Bisher war es ja so, Licht war ja ein Wert, der auf Ausrüstung war, den man irgendwann sammeln musste, um quasi im Level nach oben zu kommen. Das ist nicht mehr so. Es gibt klassische Charakterlevel nur noch, wie man sie auch aus Rollenspielen kennt. Die gehen dann bis Level 40 und Licht ist, wenn man es irgendwie vergleichen würde, eher so mit einem Item-Level aus WoW. Also es ist ein Durchschnittswert, der sich errechnet aus Angriffs- und Verteidigungswerten, die man hat. Spielt immer noch eine Rolle für die Charakterentwicklung, aber die gesamte Charakterlevel hängt nicht mehr an Ausrüstung, was super sinnvoll ist. Es gibt deutlich mehr Platz in der Bank. Das ist ja auch was sich viele Spieler gewünscht haben. Platz für Waffen ist verdoppelt. Platz für Ausrüstung ist sogar noch ein bisschen mehr erhöht als nur verdoppelt. Also das ist schon mal gut. Was auch sehr schön ist, es gibt Sammlungen. Das heißt, man kann ja so Embleme, diese Namenstafeln am Ende sammeln oder auch Shader, um das Aussehen von Rüstung so ein bisschen anzupassen, die farbliche Gestaltung. Die muss man jetzt nicht mehr alle im Inventar mit sich rumschleppen, sondern die werden, ja, sobald man eine freigeschaltet hat, wird das halt quasi in der Datenbank hinterlegt. Und dann gibt es im Turm, in diesem Social Hub, so Terminals, wo man sich die abholen kann, die man schon freigeschaltet hat. Das ist gut. So was Ähnliches gibt es auch für exotische Items, die man sich jetzt im ersten Jahr von Destiny verdient hat. Das heißt, alle Waffen, alle exotischen und alle Ausrüstungsgegenstände sind dann auch entsprechend markiert, als die hat der Charakter oder der Account schon mal gehabt. Und dann kann man auch da an so Terminals gehen und sich die nochmal neu rauslassen, wenn man es haben möchte, nochmal oder schon mal weggeworfen hat. Und was extrem cool ist, für viele dieser exotischen Items gibt es im zweiten Jahr von Destiny, also ab König der Besessenen, abgegradete Varianten, weil natürlich die Waffen sind natürlich stärker grundsätzlich. Und wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir die Suros Regime, eine relativ beliebte Waffe aus dem ersten Jahr, von der gibt es eine aktualisierte Version im zweiten Jahr. Wenn man die im ersten Jahr hatte, muss man im zweiten Jahr nicht warten, bis man die irgendwann mal irgendwo findet, sondern man kann sie dann kaufen, sobald man die entsprechende Ingame-Währung hat. Was ziemlich cool ist. Ingame-Währung ist der nächste Punkt. Es gab ja bisher Vorhutmarken und Schmelztiegelmarken. Alles so ein bisschen Overkill mit wie viele Währungen es gab. Das wird jetzt vereinheitlicht auf eine Endgame-Währung, die man sich halt über alle Inhalte verdient, um dann bei Händlern zum Beispiel Items zu kaufen. Und was ganz gut ist, die hat zwar nach wie vor ein Limit, dass man maximal 200 tragen kann, bevor man da mal anfangen muss, was auszugeben. Aber es gibt kein wöchentliches Cap mehr. Das heißt, bisher war es ja so, man konnte in der Woche so viel spielen, wie man wollte. Irgendwann war halt Schluss mit Marken, auch wenn man noch mehr hätte verdienen wollen. Das gibt es in König der Besessenen auch nicht mehr. Und dann natürlich noch sehr, sehr viel mehr, wollen wir jetzt nicht noch mehr ins Detail gehen. Aber wie gesagt, also sie haben da wirklich viel angesprochen, was im ersten Jahr so ein bisschen kaputt war. Das klingt alles extrem gut. Ich selber habe noch so ein bisschen Skepsis, ob die Missionen wirklich besser werden oder ob das Kampfdesign im Endgame wirklich viel spannender wird. Das sind die Punkte, wo ich noch skeptisch bin. Aber das, was sie da angekündigt haben, klang schon mal echt gut. Also sinnvolle, ja, auf jeden sinnvolle Fall. Erweiterungen, Änderungen und zum Teil auch Vereinfachungen, ne? Ja, also gerade das mit den Marken, mit der Ingame-Währung, ist es auch so, bisher gab es ja Rohstoffe zum Klamottenaufwerten, hatte jede Klasse ihren eigenen Rohstoff, das wird auch vereinheitlicht auf einen Item-Typ, also deutlich besser. Die nächsten Wochen gibt es auch noch Livestreams, wo dann zum Beispiel das neue Gebiet angekündigt wird, da bin ich gespannt drauf, aber ich glaube, viele Destiny-Spieler hoffen so ein bisschen, dass König der Besessenen so das Reaper of Souls für Destiny wird. Mal gucken, am 15. September ist es da. Damit kommen wir jetzt dann zu einem Thema, das aber wirklich deins ist. Ja, und genau, Metal Gear Solid 5, ja. The Phantom Pain, steht ja im Grunde kurz vor der Veröffentlichung. Aber nun gab es schlechte Nachrichten für PC-Spieler. Es wird nämlich so sein, dass man es nicht preloaden kann, sondern man muss warten bis zum Release-Tag und erst dann kann man es laden. Also herzlichen Glückwunsch an alle, die zum Beispiel auf dem Dorf wohnen oder schlechte Internetleitung haben, obwohl sie auch mitten in der Stadt wohnen, wie ich zum Beispiel.
Das wird herrlich werden. Zumal ich auch nachgeschaut habe, wie das eigentlich so um die Größe bestellt ist. Und auf der PlayStation 4 sind es ca. 25 GB, die downgeloadet werden möchten. Und auf der PS3 11,7. Das liegt natürlich an den Texturen zum Beispiel, die geringer sind. Auf dem PC dürfte das dann schon so circa 30, 40 vielleicht sein. Und dann wird die ganze Sache schon interessant, wenn du erst, wenn das Spiel rauskommt und du dann erst anfängst zu laden und dann eventuell sogar irgendwie 1 bis 2 Tage warten musst, je nach Internetleitung. Das ist arm. Das ist ja, es gibt ein minimales Trostpflaster. Die Aussage vom Community Manager, der sie getroffen hat, war ja, am 1. September, also wo das Spiel erscheint, kann man erst downloaden. Da gibt es jetzt für deutsche Spieler, wie gesagt, so eine minimales Trostpflaster. Damit ist nämlich die Zeitzone in Neuseeland gemeint. Ja. Die sind ein bisschen vor uns. Das heißt, für europäische Spieler geht es dann am Tag vorher irgendwann so gegen Nachmittag um 14 Uhr müsste es eigentlich schon losgehen. Was bei einer zu langsamen Leitung natürlich auch nicht richtig hilft, aber... Ein Mini-Preload. Wieso jetzt? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Naja, der Download sollte schon hierzulande am 31. Oktober so ab Nachmittag irgendwann verfügbar sein, weil dann in Neuseeland schon der 1. September ist. Wieso Neuseeland? Weil das die Zeitzone ist, auf die sich die Angabe bezog. Ach so. Deshalb, ein Mini-Preload ist es dann doch, aber natürlich längst nicht das, was man eigentlich erwarten würde, nach dem, was viele andere Entwickler auch machen. Nee, also, vor allem, also... Da hätte mehr drin sein müssen. Wo ist denn das Problem? Da lässt man es einfach Wochen vorher preloaden und dann ist gut. Also wie bei zigtausend anderen Spielen, die soll man irgendwie nicht... Bei GTA ging das auch. Und alles, was bei GTA geht, geht auch bei anderen Spielen. Ich meine, keins ist irgendwie heiliger und irgendwie gehüteter und sowas. Also, vor allem ist ja der andere Teil der Story, dass... manch einer schon spielen darf. Ja, und es werden bestimmt noch irgendwelche Leute dazukommen. Da werden vielleicht noch andere Deals geschlossen. Jedenfalls wurde mit einem YouTuber namens Greg Miller, beziehungsweise der heißt irgendwie Funny Videos oder sowas. Ja, so heißt sein Kanal, der war früher mal bei IGN oder GameSpot, glaube ich. Also war mal so klassischer Spielejournalist in Amerika, in Nordamerika und ist jetzt so auf die YouTube-Schiene gewechselt. Ja, und der hat irgendwie so einen Deal mit Konami gemacht und demnach darf er 2 Wochen lang, ab dem 23. August schon, darf er 2 Wochen lang jeden Tag eine Folge von Metal Gear Solid The Phantom Pain bringen. Er will aber nicht, will, ist halt die Frage, er will, also heißt es, er will nicht über Mission 5 hinausspielen. Folglich dürfte es keine allzu großen Spoiler geben, was die ganze Story angeht. Man weiß aber auch nicht, meine Idee oder Vermutung ist auch, dass das auch mit irgendwelchen Auflagen verbunden ist, der Deal. Ich bin mir vielleicht sicher, dass... Vielleicht gibt es sowieso den Multiplayer nicht, vielleicht darf er den Multiplayer auch nicht spielen, vielleicht irgendwie solche Sachen, dass er irgendwelche Charaktere nicht zeigt, keine Ahnung, nicht auf dem Pferd reiten kann oder sowas. Konami ist da auch dazu in der Lage, auch Gumschdies manchmal zu machen, die ein bisschen zu streng sind. Also ich würde stark vermuten, dass sie ihm zumindest untersagt haben, das Ding komplett durchzuspielen. Dafür, dass er das schon zeigen darf, das sicherlich. Ja. Und interessant finde ich auch, dass es kein riesengroßer YouTuber ist. Der hat, ich sage jetzt mal, lumpige 100.000 Abonnenten und Videoaufrufe, die irgendwie so unterhalb von 10.000 liegen. Also das finde ich eigentlich ganz interessant. Hat halt noch die Pressekontakte von früher. Ja, genau, das kann sein. An die guten Quellen geraten. Naja, also jedenfalls, wer schon ein bisschen was sehen will, hat ab Sonntag dann schon die Gelegenheit dazu. Wer absolut gar nichts wissen will, der muss ab Sonntag ein bisschen aufpassen, weil zumindest ein paar kleinere Spoiler werden sicherlich mit rausfallen. Aber zumindest noch nicht die komplette Geschichte. Die komplette Geschichte hat anderswo ein Ende. Der eine oder andere erinnert sich ja noch um einen Rechtsstreit um Duke Nukem Forever. Als wäre das Spiel nicht schon schlimm genug gewesen, gab es ja auch noch mehr Drama hinterher. Da wollte ja nämlich 3D Realms zusammen mit Interceptor Entertainment ein Spiel machen, das dann hätte heißen sollen Duke Nukem Mass Destruction. Das läuft inzwischen unter Bombshell, hat auch eine weibliche Heldin, wurde ein bisschen umgebaut. Weil damals ja Gearbox gesagt hat, Moment mal, Duke Nukem, das ist auch unsere Marke. Was wollt ihr denn damit? Dann ging der Rechtsstreit los, der ist inzwischen beigelegt, die Parteien haben sich geeinigt, es gibt keine Details dazu, wie ja in der Regel üblich, darüber, wie genau diese Einigung aussah, aber Gearbox und Interceptor haben sich nochmal entschuldigt, gesagt, das war eine ganz, ganz blöde Idee, das wollten wir natürlich nie und Gearbox freut sich scheinbar, dass Duke Nukem jetzt ihnen gehört. Ja, ich vermute einfach mal, das ist jetzt totale Vermutung, meine persönliche, da ist Geld geflossen. Meinst du? Ja. Wow. Andererseits Geld, bedeutet Geld schon im Leben. Also die Frage ist, wie viel ist Duke Nukem eigentlich noch wert als Marke?
Moment, und wie viel ist es wert, dass man dann sagt, okay, wir entschuldigen uns dafür. Ne? Man hätte ja auch sagen können, okay, ja, nö, alles. Aber naja. Mal gucken, was draus wird. Gearbox will ja angeblich mit einem anderen Studio ein neues Spiel im Duke Nukem-Universum machen. Mal gucken, was das wird. Ja. Und dann kommen wir noch zu einigen kürzeren Themen im Schnelldurchlauf. Zum einen gibt es was für alle World of Warcraft-Fans. Da steht ja Patch 6.2.2 bevor, in dem man in Draenor dann fliegen kann, wenn man die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt hat. Und sich im PvP, wenn man denn möchte, als Charakter der anderen Fraktion anmelden kann in diesem Söldnermodus, um vielleicht etwas um die Wartezeiten herumzukommen. Wird das dann eigentlich mit so einer Maske gemacht, wie es angedeutet wurde auf den Screenshots davor? Das wäre eigentlich schön. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es aussieht. Ich habe mir das auf dem Testserver noch nicht angeguckt. Aber mit diesen Halloween-Masken, das wäre... Ja. Es hätte wenigstens dann Stil und ein bisschen Humor. Ja. Für ein Feature, was ja durchaus umstritten ist. GTA 5. Ja, der Rockstar-Editor kommt bald auch für PS4 und Xbox One. Und dann seid ihr auch in der Lage, tolle Maschinenmas zu machen, tolle Filme, die auf der Spielengine basieren oder auf dem Spiel selbst. Irgendwelche Auto-Explosion in Folge und das schön an, ja, cineastisch darzustellen, mit vielleicht mit Schwarz-Weiß-Filtern. Und dann könntet ihr dabei sein bei der Oscar-Verleihung und einen Preis gewinnen, den Oscar für den ersten Videospielfilm, der in einem Videospiel gemacht wurde. Genau, war mit schon viel, mal. Mit viel Träumerei. War ja schon mal angekündigt, dass es für die neuen, die für die aktuellen Konsolen kommen sollen. Datum gab es nicht, Datum gibt es immer noch nicht, aber zumindest die Info, dass es im nächsten Update enthalten ist. Also. Ja. Dürfte in näherer Zukunft dann soweit sein. In näherer Zukunft geht es ja auch bei Hearthstone weiter mit der nächsten Kartenerweiterung. Das große Turnier kann man ja derzeit schon diese Woche im Kartenchaos mal ausprobieren mit ein paar Karten. Ist sehr witzig, spielt sich deutlich anders. Also die Erweiterung nimmt deutlichen Einfluss irgendwie so auf das Spielgefühl mit den Mechaniken, die da neu sind. Klar, bei so vielen neuen Karten. Und am 24. August kommt dann die Erweiterung tatsächlich mit den Booster-Packs. Das hat jetzt endlich einen Termin. Nächste Woche also. Und bei StarCraft 2 gibt es auch eine Neuerung, und zwar den automatisierten Turniermodus, beziehungsweise das automatisierte Turnier, und das kann man dann eben spielen. Man kann da teilnehmen an den Turnieren, und wenn man nicht spielt, wenn man den Turniertermin, seinen eigenen Slot quasi nicht wahrnimmt, dann fliegt man raus, dann gilt das als Aufgabe. Und grundsätzlich wird es Montag bis Donnerstag 3 Runden Turniere geben. Und übers Wochenende, also Freitag bis Sonntag, dann eben 6 Rundenturniere. Ja, wo die Leute halt ein bisschen mehr Zeit haben, weil es natürlich in einem Rutsch durchgespielt werden können soll. Ja. Läuft halt im Interface, gibt es halt einen neuen Knopf Turnier. Da sieht man dann, ob gerade irgendwo welche wo laufen, wo Platz ist. Dann klickt man sich da rein und dann spielt man halt Runde für Runde das Ding durch und dann ist fertig. Es soll dann irgendwann auch noch Belohnungen geben, die derzeit aber noch nicht näher vorgestellt sind. Da designen die Entwickler wohl noch dran herum, was es da gibt. Und wer sich das mal angucken will, kann das demnächst in der Beta zu Legacy of the Void tun. Ja. Schönes Feature, wollten ja auch viele haben. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Donnerstag und sehen uns hoffentlich wieder morgen für eine neue Folge GamesTV24 Daily.